Es ist Sonntag, schönstes Wanderwetter, die Crazy Wanderers sind unterwegs. Wir haben eine schöne Tour ausgesucht, Achim hat die selber geplant. Achim, bitte, ja, dein Einsatz. Ja, kurzfristig geplant, in der Nähe von Hilter im Osnabrücker Land. Ja, Länge 20,5 Kilometer geplant, die wir hoffentlich auch einhalten. Und dann werden wir mal sehen. Ist ein bisschen auf Verdacht alles. Aber soll wohl. Die Gegend sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Sehr vielversprechend. Genau. Der Start war da vorne, da ist halt ein Parkplatz gewesen. Jetzt geht es hier so langsam in den Wald hinein. Ein paar Leute sind hier schon. Die sind aber schon auf dem Rückweg, weil wir ja relativ spät sind. Ja. Okay, so ist es halt. Moin. Moin. Ich weiß gar nicht, wie viele Highlights du geplant hattest. Waren ja, also ein paar, ne? Alles kleine Highlights, aber so 6-7 Stück sind es sicherlich. Gut. Mal schauen, wie das aussieht. So, bis dann. Freunde der Nacht. Viel Spaß. Kommen dem ersten Highlight näher. Was war Achim auf der Tour nicht eingeplant war? Weil es nicht vorhanden war, war Kobo Ort. Ja. Gut, dass ich keiner verstehen kann. Fliegen gibt es hier. Und die sind aggressiv. Das gibt's gar nicht. Das ist immer so auf der Insel. Auf der Insel, ja. Nähe des Wassers. Achim. Warte, hier kommt gerade nicht ein Dreck. Alter. Das scheiß Viech lässt mich nicht in Ruhe. Wir sind ja ohne Ende fliegen. Ja, wo ist denn da der Förster gelegen? Ich weiß es nicht. 50 Meter stand da. Ich gehe davon aus, dass es am Ende der eingezeichneten Strecke ist. Das kann schon sein. So, und die haben wir jetzt so ziemlich erreicht. Das für neue Highlights, hä? Echt? Aber schön grün ist es hier. Macht Spaß. Tiere ein bisschen viel. So, und? Komm, Tuppen noch. Was? Tuppen, ja. Ja, meine Uhr will rechts jetzt schon wieder. Ja, wie die? Zeitlich nach hinten nur bis zur Dunkelheit begrenzt. Von daher ist das kein Problem. Ja, wie sieht der Förster-Gedenkstein aus, Achim? Ja, gute Frage, ne? Verarschen kann ich hier auch. Satz mit X? Satz mit X. Ja, das war nix. Wir gehen und ziehen weiter. Was ist los hier? Ich gucke. Was? Er guckt. Er guckt. Da laufen wir noch. Du, wer weiß, wie klein der Gedenkstein ist. Vielleicht waren die Förster schlecht. Müssen wir auch nach oben gucken. Vielleicht waren das schlechte Förster. Warte mal. Warte mal. Oh. Die scheiß Fliegen, die nerven mich aber. Extrem dreiste Viecher. Hier ist der Gedenkstein. Nein, ist kein Gedenkstein. Das ist ein normaler Wegstein. Das ist ein Gedenkstein. Die kennen wir schon zu Hause. Von hier lang. Was wir da dabei haben mit ihrem inneren Navi. Wow. Das ist eine Kuhwiese. Ja, also weiter brauchen wir nicht gehen. Nein, hier ist wir gehen jetzt parallel ein bisschen zurück. Ja. Wer hat das denn mit dem Gedenkstein eingebracht, überhaupt in meine Tour? Da stand da. Da stand ein Schild. 50 Meter Förster Gedenkstein. Das war auch eigentlich zu weit. Das sage ich die ganze Zeit. Mm.
Irgendwie sagt der Navigator, 50 Meter gehen wir noch, 50 Meter gehen wir noch. Nur der Zweck gehen. Ja, ist ja nicht die erste Schleife heute. Nee, ist schon die zweite Schleife. Ja. Aber wir stehen ja darauf. Die muss dann ungefähr so aussehen wie die erste. Das ist da auch. Zack. Ja. Mach hier doch nicht den Wald kaputt. Hallo. Ja, also die Förster waren hier wahrscheinlich so schlecht im Osnabrücker Land, dass sie keinen Gedenkstein bekommen haben. Hat dann halt nur für den Wegweiser gereicht. Ja. Boah, ich sehe in der Luftfeuchte, da die Schwüle, oder? Ja. Wahnsinn. Extrem schwüle Luft hier. Können die Leute froh sein, dass sie auf dem Sofa sitzen? Da ist er. Wo? Ja, ich sehe ihn auch. Alter, der, wir haben ihn gefunden. Den Crazy Wanderers entgeht nicht. Ja. So, ist doch ein bisschen größer. Wir sind vorbeigelaufen beide. Entschuldigt, liebe. Oder alle drei vorbeigelaufen. Entschuldigt, liebe Förster. Ihr wart doch gut. Ihr habt doch einen großen Gedenkstein bekommen. Ja. Da ist er. Da ist er. Da ist er. So. 7. April 1909. August. So haben wir wenigstens mal. So, Foto. Guckt ihn euch an. Ist gut, kein Problem. Ja, muss ich den auch mal aufnehmen. Das ist einer von 40 Highlights, die wir auf der Tour haben. Na, 40? Guck mal, Hälfte der Strecke war so ja schon. Ja, gut. Okay. So, dann können wir uns wieder. Sind wir schön dran vorbeigelaufen, kann das sein? Hier, da sind wir eben. Oh, Alter. Beide. Das war ja wieder. Das haben wir ja drauf hier, das Vorbeirennen. Wenn das eins ist, ne, dann ist das an den Highlights vorbeirennen, das können wir gut. Da ist er doch. Komm, wir nehmen das Video nochmal auf. Highlight ist erreicht. Ehemalige Zeche Hilterberg. Was immer das heißt hier. Naja. Die letzten Steine liegen noch drin. Naja, dass die letzten Steine sind. Ja. Was mit dem Aquarium hier? Na, in welchem Aquarium? Die Schale da? Ja, ist ja nicht oder was das? Ja, ich weiß nicht. Also hier ging es dann wohl runter, denke ich. Tja, man sieht nicht mehr viel. Zugeschüttet natürlich, ja. Klar. Nur den oberen Bereich haben sie offen gelassen. Na gut. Ja. Wenn da einer noch möchte, zu trinken ist dabei. Ach, in seinem Aquarium, das er gefunden hat. Super. Da steht noch die Nummer. Ja, von der anderen Seite siehst du die. Von? Hansa Wagenfabrik, Gelsenkirchen. Uhrzeit, Chemie, Datum? Nee. Nee. Okay. Gut. Ja, das war dann hier die Reste der Hilter Zeche. Gut. Ja, das ist das dritte, dritte Highlight. Gedenkstätte. Eine Gedenkstätte. Ja. Mal gucken, von wem das die Gedenkstätte ist. Okay, da sind ein paar Bänke, wir können uns hinsetzen. Und ein Schluck Wasser trinken bei der Luft. Ein Schluck Wasser trinken, genau. Wir können eine kleine Wasserpause machen, gute Idee. Was haben die hier denn aufgebaut? Alter, ich sag ja. Wenn man keine Highlights hat, dann baut man sich welche. Ja. Das ist ja. Okay. Wolltest du dahinter, wolltest du da durchgucken? Dann muss ich weiter zurück. Musste. Sonst krieg ich den mit drauf. Okay. So geht das jetzt natürlich. Super. Ich bin jetzt auf dem Foto mit der Gedenkstätte. Ja, was ist denn das hier? Was steht da? Ich denke, da kannst du Geld reinschmeißen. Wenn dann schon ein Schloss vor ist, wollen die bestimmt Knete haben. Oder meinst du nicht? Nö. Hä?
Bildzeitung kann ich kaufen. Bildstoff oder was steht da? Ja, komm, irgendwann schon selber fischen über den Wetter. Ich habe keine Ahnung von diesem. Hast du nicht auf den Gedenkstein gerichtet? Oh, da ist Benzinkanister. Da ist schon einer die Städte vernichten hier. Wasser ist das, Mensch, Benzin. Wasser? Das ist Wasser. Zum Gießen. Wir haben auch Wasser zum Gießen. Ja, hier, das ist auch das Beet. Du wolltest doch den Trister machen. Jetzt kannst du es sinnvoll entsorgen. Jetzt schönes kaltes Flusswasser, so wie ich das immer gewartet habe. Du glaubst gar nicht, wie gut das war. Ja. Schönes kaltes Quellwasser jedes Mal. Wir können ja gerade zurück in die Tschechei. Wasser holen. Warte, bleib ruhig. Zack, erwischt. Ja, sowas gibt's hier nicht. Mörder. Was Mörder? Selber schuld. Kommen die in meine Nähe, die müssen sich nur fernhalten von mir. Ja, komm mal. Gut. Ja, dann. Ja, hier. Was? Das fließt so runter schon. Dann du, ich hab ja keinen. Warte mal. Nee, ist doch nicht. Wir werden hier von Fliegen malträtiert. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist zwischen den Zähnen. Also. Millionen von Fliegen hier. So. Die wollen uns alle beißen. Wasser. Oh, es plätschert. So, wir kommen in die Nähe vom nächsten Highlight. Heißt? Wenn man nicht dran vorbeilaufen. Auch auf den Stollen war das, ne? Ja. Ein Stollen. Gucken, ob der. Glück auf. Glück auf. Hier ist er. Der Karlsstollen. Ja. 1874. Heimatverein. 20 Meter. Plane. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen kriechen. Alles einpacken. Okay. Du packst alles ein und ich hab die Kamera hier. Was denn? Hast du schon wieder Monster getroffen oder was? Ach, haben wir uns eine kleinen Monster wieder. Ich denke, das ist falsch hier. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, da kommen wir da auch durch. Irgendwo. Der Weg geht ja jetzt woanders hin. Diese Stinkpflanzen hier. Oh, hätten wir beinahe 2-2 gehabt oder was? Nein, aber ich bin nicht. Ja, hier durch oder was? Wo kommen wir denn hier durch? Aha. Hier kommen wir durch. Alles ein bisschen zugewachsen. Ein bisschen zugewachsen? Die kleineren. Hier. So. Ja, immer noch. Wenn ich nichts mehr sage, bin ich reingefahren. Okay. Schon mal Bach. Ich glaube, hier war schon 100 Jahre keiner mehr. Das kann schon sein, da wird schon lange keiner mehr angeholt. 20 Meter. An den Stollen. Wir brauchen nicht weiter. Gut, das Schild haben wir fotografiert. Ja? Ja, das Schild haben wir fotografiert, aber. Hätte jetzt ganz gerne noch den Stollen gesehen, aber. Ist das ein Bach oder ist das ein Weg? Das ist ein Bach. Das ist ein Bach. Das ist der Bach. Das können wir nochmal so ein bisschen sehen. Tja. Ja. Das ist ja schon Urwald. Das stimmt. Ah. Erstmal richtig stehen. Sonst wieder nichts mit dem zweiten. Der hält sich aber aus. Der ist stabil. Meinst du? Ja, locker. Die Kamera läuft ja wohl, ne? Natürlich läuft die Kamera hier, wenn wir hier so eine Action machen. Ja, so, gehen wir hier noch ein Stück weiter. Da ist er doch. Die Deppen. Wir laufen hier wieder wie die Idioten. Wir sind in den härtesten Weg, nicht den anderen. Ja, frei hier. So sind wir.
Oder auch nicht. Nee. Ist er auch nicht. Privatgrundstück. Okay. Hier darfst du nicht, hier wollen wir. Dann wollen wir das auch respektieren. Ja. Okay, der Stollen ist leider zugeschüttet und zugewachsen. Also irgendwo da vorne könnte das sein. Ja, denke ich auch. Da sieht es tief aus, aber... Ja, ja. Überraschung kommt, ist er zugeschüttet und zugewachsen. Ja, denke ich. Müsste jetzt mal einer die Brennnesseln hier wegnehmen. Wir müssen im Winter nochmal wiederkommen, dann kann man es besser sehen. Wir können natürlich den Standort reinstellen, ja, wenn sich einer die Mühe machen will. Wohl nicht. Aber er sagt, wie gesagt, 20 Meter. Ja, das war da hinten. 20 Meter, das ist 20 Meter. Also. Ja, man könnte jetzt noch am Bach nochmal auf der anderen Seite lassen. Da ist aber nicht. Das aber ist nicht. Hallo, 20 Meter sind 20 Meter. Das war auf jeden Fall ein Highlight im Oberwald. Einmal. So, das nächste Highlight ist in der Nähe. Durch die schwüle Luft ist das Wandern extrem anstrengend. Extrem außer Atem, das hört man. Ja? So, wir kommen jetzt in der Nähe vom Zeppelinstein. Das sieht wahrscheinlich, ja, das sieht aus wie so ein. Ach, das ist von dem Zeppelin hier. Hin, ja, ja, der Graf Zeppelin. Wahrscheinlich, ne? Ein Gedenkstein. So, wollen wir mal gucken. Zeppelin 7. Achso, das erste Passagierluftschiff. Okay. Drei Motoren mit jeweils 120 PS. Guck mal einer an. 55.000 Mark. Ja. So. Was steht da? Vorwärts? Ja, wir hätten ja dann. Ich mache ein Foto von dir, setz dich da mal hin. Nimm dein Fläschchen. Warte, ich nehme mal ein Fläschchen. Dein Fläschchen, die Kamera, dann machen wir mal ein Foto. Warte. Jupp. Das nehmen wir jetzt zufällig oder so nicht ab. Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, Graf Zeppelin, das ist ja so. Ja, ja, Hindenburg hieß das erste Luftschiff, da hier war. Oder Scheiße ist hier von. Kommt keine, kleine Wasserbombe. Sekunde. Ja, von unten ist Scheiße, ne? Ja, das sieht kacke aus. Immer gerade da oben. Das sieht besser aus. Das ja, sieht schon besser aus. Naja, Highlight, das ist mehr so ein Lost Place, obwohl da steht ein Auto. Sollte hier, war glaube ich eine Gaststätte, ne? Lustige Witwe, was hast du gesagt? Genau, Gaststätte zur lustigen Witwe. Ja, Gaststätte ist weg. Lustige Witwe wahrscheinlich auch. Hier gibt's keine diese Einsamkeit. Eine unlustige Witwe vielleicht. Aber warum steht hier ein Auto? Hier wohnt doch keiner. Alter, hier wohnt echt noch welche. Warum macht er seinen Garten nicht? Kein Bock. Okay. Ja, okay, so ein richtig tolles Highlight. Das kann alles Highlight gestrichen werden. Ja. Kommt nicht durch. Ich werde es negativ bewerten, mal komisch. Ja. Okay, ich würde sagen, das Highlight überspringen. Ja. Ein neues Highlight. Ein Grabhügel. Ein Grabhügel, was wahrscheinlich total ein überwuchert ist. Ja. Ja, die Brennnesseln, die wachsen im Moment überall. Also. Muss am Wetter liegen. Ja? Ja. Regen und viel Sonne. Ja, also das müsste ja hier hinter sein. Dahinter ist das ja, ist ja da aufgeschoben. Also müssen wir mal gerade an. Ja, da müssen wir mal ein bisschen was tun für unsere Zuschauer. Ja, hier durch die Wallakuten. Ja, pass auf, das geht tief runter. Ja, Scheiße, man sieht ja keinen. Wir nehmen den Weg. Das sieht nämlich aus, als wenn da ein kleiner Graben ist. Das hier ist der Weg. Okay, wir nehmen den Weg, den Achim jetzt gerade vorbereitet hier.
Weil eben vom Weiten sah der noch besser aus. So. Ja. Dumm. Ja. Ja, auch wenn man näher rangehen, wäre wahrscheinlich auch nicht viel sehen, außer am Hügel, ne? Ja. Aber ist halt den Weg genommen. Ja. Angriff. Ja. Angriff der Killerbrennnesseln oder was? Ja, was weiß ich. Hügel erreicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da immer sehr skeptisch mit solchen Hügelgräbern. Ja, ich würde sagen, guckt euch das an. Da ist das Schild. Vorne ist das Schild, ich weiß nicht. Damit wir sehen, wie das ungefähr aussieht. Ja, leg du dich mal hin da. Ich nehme das mal auf. Ich bin ja der Kameramann. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's. So. Wie alle möglichen Hügelgräber oder so. Man sieht nicht viel. Nee. Nächster Highlight. Ja. Hasesee. Der Hasesee. Wir haben eben schon gesehen, da sind ein paar Goldfische drin. Ich weiß nicht, ob man das im Video später erkennen kann. Ich rede mit unseren Freunden hier. Die Bäume sind geil, sind nur da hinten, ne? Ja, hier sind keine. Aha. Hast du aufgenommen, Foto gemacht? Ne, habe ich noch nicht. Von da hinten? Ne. Ich guck mal, was da. Ich glaube. Da hast du nichts, siehst du nicht so ein Foto, das lohnt sich eigentlich nicht. Ah, jetzt machen wir auf dem Rückweg. Was denn? Machen wir auf dem Rückweg, weil wir sind ja wieder auf die Straße zurück. Die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Wir kommen zu unserem bewährten Fazit. Du darfst anfangen. Ja, Fazit. Also erstmal waren es ja gute 20 Kilometer, die doch sehr abwechslungsreich waren. Ne? Am Anfang sah es so aus, als wenn wir nur in der Ebene wandern würden. Aber jetzt das letzte Drittel war doch auch sehr ansteigend und anstrengend dementsprechend. Ja. Ja, zum Schluss fehlten dafür aber die Highlights. Aber sonst die Gegend ist echt schön. Kann man empfehlen. Ja, kann ich gar nicht groß viel zu ergänzen. Mir geht es halt genauso. Am Anfang war es halt sehr, sehr einfach, die Strecke, muss ich sagen. Dafür sehr viele Highlights. Und hinterher ging es dann sehr... Eine Sache haben wir vermisst. Ja, das war der Regen, weil wir haben heute so geschwitzt, also so geschwitzt haben wir schon lange nicht mehr, ne? Das muss man ehrlich sagen. Das auf jeden Fall. Lara war auch daran, dass es halt in den letzten Tagen sehr warm war, dann war es auch sehr schwül, also sehr schwüle Luft. Mittlerweile geht's, muss ich sagen, hier in dem Bereich ist es schon wieder sehr angenehm, ne? Aber eben zwischendurch, boah, war schon sehr, ja, sehr heiß. Und, selbst ja, Thomas hat seine Wasserflasche leer gesoffen. Genau. Und das heißt schon was. Also da habe ich noch nie gesehen, dass die vorzeitig ausgetrunken war. Ja, doch, in Heinitsche. Wo? In Heinitsche. Ja gut, das war ja noch was anderes. Könnt ihr euch gerne angucken. Sehr tolles Video übrigens. Jo. Ja, gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.